Der gesamte Kryptowährungssektor, der crasht gerade massiv. Doch die Frage ist natürlich, wie man sich hier bestmöglich verhalten kann, um in Zukunft davon massiv zu profitieren. Und damit ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du bist wunderbar an diesem Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar. Das würde mir und dem Video extrem helfen. Vorab möchte ich mich übrigens auch dafür kurz entschuldigen, dass vielleicht heute meine Stimme nicht ganz so gut funktioniert. Ich bin leider etwas angeschlagen, aber mir war es trotzdem wichtig, dieses Video für euch aufzunehmen. Wenn wir uns aktuell die Gesamtmarktkapitalisierung ansehen, dann merken wir, dass wir alleine in den letzten 24 Stunden um fast 17 Prozent abgefallen sind. Wir sprechen hier nur noch von einer Gesamtmarktkapitalisierung von 1,14%. 4 Billionen US-Dollar. Das Ganze ist natürlich das Ergebnis des massiven Crashs, in dem wir uns aktuell befinden. Auch der Bitcoin-Fear-Greed-Index zum Beispiel ist aktuell ungefähr bei 12 unterwegs, Extreme Fear. Und ich bekomme halt auch durch Twitter und natürlich auch durch einige Kommentare von euch mit, dass diese Situation, in der wir uns gerade befinden, vielen extrem viel Angst macht. Ich glaube, wir müssen dazu aber einfach auch mal die ganze Situation in ja, Relation setzen. Und ich ich glaube, da können wir das am besten tun, indem wir uns einfach die Daten aus der Vergangenheit einmal ansehen. Wenn wir uns nämlich den Bitcoin-Preis ansehen in der aktuellen Situation, dann werden wir herausfinden, dass wir ungefähr 60% gefallen sind, seitdem wir das Alltime High erreicht haben. Das Ganze ist ja schon eine kleine Weile wieder her und wir sprechen von ungefähr 60%. Wenn wir das Ganze aber mal vergleichen mit zum Beispiel 2017, 2018, da sehen wir sogar, dass wir hier zeitweise 83% verloren haben. Das ist nur ein Zirkerwert. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger haben. Aber es geht im Kern um die Symbolik dahinter. Wir sehen also ganz klar, dass diese Situation nicht das erste Mal aufgetreten ist. Und viele Investoren sind gerade der Meinung, dass es ein unglaublich sinnvoller Zeitpunkt ist, einzukaufen. Denn wenn wir uns aktuell die Preise ansehen, dann sind das Preise, die von vielen erhofft worden sind in der Vergangenheit. Aber wenn sie doch Realität werden, dann bekommen irgendwie alle kalte Füße. Ich verstehe teilweise den Zusammenhang diesbezüglich nicht natürlich ist es natürlich so, dass man wenn man sich sein Portfolio ansieht und überall rote Zahlen hat, dass man dann eben doch etwas ängstlicher wird, absolut ja, normal und das ist nun mal die menschliche Psyche, die da mit reinspielt. Ich hoffe trotzdem, dass du, wenn du investiert hast, lediglich Kapital verwendet hast, was du bereit warst zu verlieren. Beziehungsweise dieses Bereitsein zu verlieren, ist natürlich auch immer relativ gesehen. Denn solange du deine Bestände aktuell nicht abverkaufst, kannst du eben auch über Longterm immer noch gute Renditen eben erwirtschaften. Und die Preise, die wir aktuell sehen, die haben wir ewig nicht mehr gesehen. Und bereits in der Vergangenheit haben viele davon. Gesprochen und haben prognostiziert, dass wir einen Bärenmarkt wieder bekommen werden. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir in diese Situation gekommen sind. Und aktuell gibt es eben verschiedene Gründe, warum wir in dieser Situation sind. Die geopolitische Spannung, wir haben die Leitzinssätze, die angepasst werden durch die FED. Wir haben natürlich auch immer mehr Investoren, die ihr Kapital abziehen aus den Kryptomärkten oder allgemein aus den Aktienmärkten, weil es gerade einfach einen Rutsch nach unten gibt. Und wir sehen eben ganz klar, dass eben nicht nur der krypto betroffen ist, sondern dass eben auch alle anderen ja, Werte, also aus der traditionellen Finanzwelt, wenn man das so sagen darf, ebenfalls gerade massiv abfallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich eigentlich mit der Situation um? Ich glaube, das kann man relativ gut zusammenfassen, wenn man sich zum Beispiel mal den Tweet von Watcher.guru anguckt. Dieser Account hat nun publiziert, dass die Top 100 der Bitcoin-Wallets nun angefangen haben, in dem Fall Bitcoin-Bestände zu akkumulieren. Wir sprechen hier also von 77.618 Bitcoin, die sie in den letzten 24 Stunden aufgenommen haben. Damit sprechen wir also auch von einem Volumen von über 2,4 Milliarden US-Dollar. Und das kann sich definitiv sehen lassen lassen Worum geht es ja also im Kern? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir diese Situation, in der wir uns gerade befinden, dass diese durchaus noch einige Zeit anhalten kann. Es ist halt schwer zu sagen, wie lange genau, ob es jetzt Wochen, Monate oder gegebenenfalls Jahre sind. Es spielt aber ehrlich gesagt keine Rolle für mich. Denn ich persönlich glaube an das Thema Krypto. Nicht alle Projekte werden natürlich überleben, aber ich hoffe natürlich, dass die, in die ich investiert habe, es eben hinbekommen, auch in Zukunft noch bestehen zu bleiben. Neben Terra gibt es ja keine wirklich andere Kryptowährung, die so massiv verloren hat in den letzten Tagen. Und äh, ja, ich persönlich, weil ich eben auch die Situation 2017 miterlebt habe, als wir eben runter auf über 3.000 Dollar gefallen sind, glaube schon, dass wir dieses Momentum nicht nochmal durchleben werden. Aber ich gehe persönlich davon aus, dass wir durchaus vielleicht auch äh, über einen längeren Zeitraum hinweg nicht mehr aufsteigen und dass wir das aber trotzdem über Jahre hinweg wieder aufbauen werden und auch äh, theoretisch das Alltime high realistisch ist. Wann, wie und wo? Das vermag ich nicht zu sagen. Das ist wie gesagt nur mein persönliches Gefühl. Und ich persönlich nutze die aktuelle Situation einfach, um meine Bestände weiter zu akkumulieren. Durch DCA Dollar Cost Average heißt also, ich investiere wöchentlich aktuell verschiedene Summen in verschiedene Kryptowährungen, um hier also Weiterbestände aufzubauen und den DIP also so gut wie möglich eben mitzunehmen. Man kann eigentlich nicht mehr von einem DIP sprechen, so ehrlich muss man sein, sondern wirklich von einem Crash. Und ja, wir werden herausfinden, wie sich die Zukunft dann wirklich gestalten wird. Mich würde in dem Kontext aber einfach interessieren, wie du dich gerade fühlst und vor allem, welche Überlegungen du gerade hast in dieser Hinsicht. Das würde mich interessieren, deswegen schreib es gerne mal unten in die Kommentare, damit wir da darüber einmal diskutieren können. Gut, ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.